ins Bett gesteckt. Und als er endlich eingeratzt war, könnt ihr euch vorstellen, was die Affenköpfe dann gemacht haben? Sie haben einfach seine Bibliothek zugemauert und all seine Bücher zerfetzt. Ja. Hat alles am Ende wohl doch nichts gebracht, was? Nichte, Antonia, wo ist die Tür? Welche Tür, Onkel? Die Tür zu meiner Bibliothek. Bibliothek? Ja, hier ist nur noch eine bloße Wand, eine böse Macht ist hier am Werke. Wo ist meine Bibliothek? Ich wusste gar nicht, dass du mal eine hattest. Antonia! Ich auch nicht, Onkel. Alle Fahrtung. An Händen und Füßen hat er mich gefesselt und wie einen Löwen im Käfig nach Hause bringen lassen. Aber der Löwe ist wieder frei. Und er brüllt! Die Zeit der Bücher ist vorbei. Es folgt die Zeit der Taten. Ach du Scheiße. Geisteswissenschaften von der Universität Salamanca. Trotz seiner jungen Jahre ist er fachkundig in allen Bereichen der Geschichte und besonders in der Zeit des Rittertums. Sehr richtig. Und er ist derjenige, der unseren armen Don mit seiner geschickten Argumentation und scharfsinnigen Überzeugungskunst und seinen irren Fantastereien kurieren wird. Das kannst du doch, oder Samson? Ich denke, ich verfüge über das entsprechende Können, ja. Oh, bitte macht ihm klar, dass die Tage fahrender Ritter schon zu Zeiten seines Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters vorbei waren. Ja, fahrende Ritter, Jungfrauen im Bedrängnis. Völliger Unsinn. Das hier, das ist das 17. Jahrhundert. Bei Gott und all seinen heiligen Rittern. Eine Unverfrorenheit. Ein Barbier, der noch nicht einmal in der Lage wäre, seinen eigenen Hintern zu rasieren. Und eine als Grün hinter den Ohren ist der ungimpften Heiligen Orden, dem ich die Ehre habe, anzugehören. Hätte ich nicht geschworen, das weibliche Geschlecht zu beschützen, ich würde euch auf der Stelle mit meinem Schwert züchtigen. Mit deinem Schwert? Dieses rostige alte Schrotthalter? Echt jetzt? Rostig? Rüstig? Jetzt schau dich doch mal an. Du siehst ja aus wie eine alte Karre, bei der bald die Räder abfallen. Geistesstärke, alter Knie. Wie stellt ihr euch das vor, Don? In eurem Alter noch das Unrecht der Welt bekämpft. Träumer wird die Welt immer brauchen, Gesundheit. Aber deine Besessenheit ist ein Albtraum. Komm, häng deine Wanderstiefel an den Nagel und setz dich mit uns an die Sonne. Ja, es gibt Mittagessen. Frisch gebackenes Brot und Feigen. Ohrfeigen könnt ihr haben, alle miteinander! Ich werde nach Toboso gehen. Und Don Dulcinea treffen. Und dort wird meines Lebens lange Reise ihr Ende finden. Ja, da habt ihr vollkommen recht, lieber Don Quixote de la Mancha. Brot und Feigen dürft ihr euch nicht begnügen. Ihr dürft niemals ruhen. Oder gar eure Lanze niederlegen und euren Kampf im Namen der Gerechtigkeit unterbrechen. Euer Ruf wäre dahin. Eure Berühmtheit in ganz Spanien verlangt es von euch. Was sagt ihr da? Kämpft weiter. Vergesst euer Alter, eure arthritischen Beine, eure trüben Augen. Wie ihr sagt, ihr seid jung im Geiste.
Ich, Samson Carrasco, Magister der Geisteswissenschaften und wohlbelesen in den Legenden des Altertums. Ich bitte euch, eurer Berufung weiter zu folgen. Was für ein weiser junger Mann. Habt ihr gehört, Vater Ignazio? Nicht Antonia. Und Samson Carrasco, was soll ich eurer Meinung nach tun? Euch auf eure letzte Reise vorbereiten, natürlich. Entgegen der Zweifel einiger ewiger Neinsager nehme ich diese Herausforderung an. Bist du jetzt auch verrückt geworden? Was hast du getan? Ich habe ihn auf Kurs zum Auskurieren gebracht. Wie soll er auskurieren, wenn man ihm eine neue Dosis Ritterfieber verpasst? Die Fieberkurve hat ihren Abschluss noch nicht erreicht. Lasst ihn ruhig so lange nach Abenteuern und Missgeschicken zehren, bis allein der Gedanke daran ihm Übelkeit verursacht. Nur so werden seine Sinne gereinigt. Wie klug ihr seid. Nur sicher doch. Ich werde ihn vor sich selbst retten. Aber dafür muss ich einige Jahrhunderte zurückgehen. Ich bete darum, dass es ihm gelingen wird. Ich bete darum. Und du gehst wieder mit ihm? Wie soll ich denn sonst Gubernator einer Insel werden? Gubernator einer Insel, so ein Blödsinn! Wir werden reich sein! Jetzt hör mir mal zu, mein Lieber. Du bist auf diese Welt gekommen, ohne Gubernator einer Insel zu sein. Du hast bis heute gelebt, ohne Gubernator einer Insel zu sein. Und ich verwette meinen Arsch drauf, dass du das Zeitliche segnen wirst, ohne je Gubernator einer Insel gewesen zu sein. Aber wenn ich Gubernator einer Insel wäre, dann wärst du auch eine Adlige von und zu. Das halte ich von deinem Adlige von und zu. Und das, mein Taufname lautet Theresa, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ach, was hätte ich denn davon, die Frau eines Gubernators zu sein? Naja. Ja, nur damit die Leute über mich lachen können. Guck mal, da vorne, da kommt die Frau Donja von und zu. Sancho, man sollte dir das Hirn durchleuchten lassen. Oh, so jetzt ist aber mal gut. Hau ab! Mama! Mama! Bist du jetzt eine Adlige? Spazierenden Pfauen. Das muss ihre Burg sein. Das prächtigste Bauwerk von ganz Toboro. Also mir scheint eher, dass das da... Dass das was? Dass es eine Burg ist, Logo. Gut, Sancho. Geh hin und frage den Torwächter, ob die edle Doña Dulcinea ihren ergebenen, treuen Diener zu empfangen bereit ist. Schon klar. Und? Ja, worauf wartest du? Ja, überhaupt gar keinen Grund, überhaupt gar keinen. Und Sancho, pass auf, dass du nicht von ihrer Schönheit heller Strahlen geblendet wirst. Wen zum Teufel suche ich hier eigentlich? Jemand, den es gar nicht gibt! Außer in der verrückten Einbildung vom Don. Er wird ausflippen, wenn ich sie nicht anschleppe. Aber wenn es sie eh nicht gibt, ist es dann wichtig, wen ich bringe? Ich denke nicht. Das ist es. Herr! Herr! Hast du sie gefunden? Schließt eure Augen und zählt bis drei.
Um das Tresuch. Nun schaut darüber und traut euren Augen nicht. Ich sehe gar nichts. Gar nichts? Ja, nichts außer drei kichernden Mädchen auf ihren von Flöhen zerfressenen Esel. Nun seid ihr besoffen. Wie könnt ihr diese stolz daherschreitenden weißen Vollblüter mit Eseln verwechseln? Und seht ihr nicht eure schöne Dulcinea? Seid ihr blind geworden, Herr? Nein, ganz sicher nicht. Geh hin und huldige meine Auserwählten, Sascha. Wenn es euch Schönheiten gefallen würde, jedem armen Ritter dort, Don Quixote von der traurigen Gestalt eure Gnade zu erweisen. Seht nur, wie er vor euren Augen zu Marmor erstarrt. So geblendet ist er von eurer Schönheit. Geht zur Seite, Mann, und lasst meinen Esel los. Wir müssen zum Markt. Knie vor ihr hin! Im Namen der Barmherzigkeit, Fräulein von und zu, bitte, erklärt ihm eure Liebe. Willst du mich verarschen? Arsch? Nein! Schönste Prinzessin Dulcinea del Toboso! Erweitert nicht das Herz, den kavalierlichsten Prinzen der fahrenden Ritterschaft vor euren Füßen knien zu sehen. Und ob du mich verarschen willst, lass los, du Fettsack! Sieht sie nicht wunderschön aus? Wie ihre blonden Zöpfe strahlend in der Sonne wallen, während sie auf ihrem herrlichen Schimmel davonreiten. Ich sehe nach wie vor nur ein einjähriges Bauernmädchen mit Hüftschaden und einen Esel. Bin ich etwa dement geworden oder mondsüchtig? Nein, ganz sicher nicht! Dann wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr seid wieder verzaubert worden vom fetten Malle! Malle, Pato! Genau der! Ihr habt die Liebe besucht wie eine Nadel im Heuhaufen. Und jetzt, da ich sie für euch gefunden habe, da könnt ihr sie noch nicht mal sehen! Das war wieder nur eine Finte dieses Teufels. Wer hätte gedacht, dass meine schöne Dulcinea mir als unflätiger, unansehnlicher und überhaupt hässlicher Bauerntrampel auf einem Esel reitend erscheinen wird? Bäh! Manchmal, Sancho, da glaube ich, ich halluziniere. Ihr habt's mit der Niere, ist es möglich? In der Welt der Zauberkunst ist alles möglich, Sancho. Viele der schönsten Schönheiten der Welt haben sich uns in allerlei Erscheinungen offenbart. Königin Genevieve. Wer? Cleopatra. Hätte Troja und? Meine Dulcinea. Entschuldigung. Edler Herr, hast du mal ein paar Kronen für mich? Ich bin gerade nicht so flüssig irgendwie. Ich rab auf meinen Rock und zeig dir meine Poperze. Geliebte Dulcinea. Wie ist es denn möglich, dass eine Dame von so hohem Rang wie dem Eurigen in solchem Maße in Geldnöte gerät, dass er ein derart unanständiges Angebot macht? Meine Herren, ich würde für euch bluten, kämpfen und voller Freude sterben, aber Geld nur für einen flüchtigen Blick auf euer Hinterteil. Nur ein paar Kronen mehr nicht, dein Leben kannst du behalten. Unsere Liebe ist die Sphäre des Geistes zu Hause. Das Ideal perfekter Harmonie. Ja, perfekte Harmonie sollte ja gleich ein paar Kronen wert sein, Herzchen. Armut kennt keine Grenzen. Sie macht nicht vor den Armen Halt, nicht vor den Edlen und auch nicht vor denen, auf denen ein Zauber liegt. Im Namen unserer Liebe, gib mir das Geld, um das ich bat. Plemplem aus? Nein, überhaupt nicht.
voller Wunder, Sancho. Und wenn man es am wenigsten erwartet, dann passiert meist das Unerwartete. Ich muss die tiefere Bedeutung von all dem erst noch ergründen. Egal, wohin die Reise uns auch führen mag. Mein Herz wird erst Ruhe geben, bis aus den zwei Dulcineas wieder eine geworden ist. Diese eine sich in meinen Armen befindet. Vamos! Und dann sprang dieser alte Kerl, der sich Don Quixote de la Mancha nennt, und völlig durchgeknallt ist, mitten auf die Bühne, um einem Schauspielfräulein in Bedrängnis beizustehen. Dabei fuchtelte er wie wild mit seinem Schwert herum. Ganz große Kunst der komischen Darstellung. Er trägt eine Rasierschüssel als Helm. Er hat einen fetten Knappen dabei, der auf einem Esel reitet. Ein fetter Esel auf einem fetten Esel. Wo mögen Sie wohl jetzt sein? Reiten mit Eselstempo eurem Reich entgegen, mein Fürst. Zweifellos auf der Suche nach neuen Missgeschicken. Wir werden uns einen Spaß mit ihnen machen, das verspreche ich euch. Das ist gut. Mir geht nämlich dieses langweilige Schicken schrecklich auf den Geist. Meine holde Dame, ich bin der ergebene Knappe des edlen, farbenden Ritters von internationaler Reber, Tussi. Tion von Don Quixote de la Mancha. Oh, Sie meinen den Ritter von der traurigen Gestalt. Ihr kennt meinen Herrn, Fürsten. Nun, sein Ruhm hat sich weit über La Mancha hinaus verbreitet. Er ist unfassbar berühmt. Jedermann spricht von ihm. Tatsächlich? Und was sagt man so? Er ist ein berühmter Riesentöter. Er hat Gefallen an der Damenwelt und sie an ihm. Und er wird von einem fetten Idioten, von einem Knappen begleitet. Sancho Panza. Ein Spatzenhirn mit Spatzenhumor. Nun, das bin ich! Natürlich. Bitte Verzeihung. Über mich spricht man also auch. Bei allen guten Dinnerpartys. Nun, ehrlich gesagt, ich bin nicht mehr lange sein Knappenspatz. Man hat mir eine Insel versprochen. Das ist ja wohl auch das Mindeste, würde ich sagen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Er, der Riesenschlechter, der Seelenerretter. Der größte fahrende Ritter wünscht den Tribut zu entrichten, den Tapferkeit der Schönheit schuldet. Ich bin hierher gekommen, um eine Antwort auf das Lebens größtes Rätsel zu finden. Und das wäre? Es gilt, das Rätsel an den Kern von ewiger Liebe zu entblättern. Solltet ihr bereit sein, mich dabei zu unterstützen, so seid euch meiner ewigen Dankbarkeit gewiss und im Gegenzug sollte es irgendeinen Auftrag geben, den ich für euch erledigen könnte. So gefährlich er auch sein mag. Liebling, haben wir nicht ein wahnsinniges Glück? Das hier ist niemand anders als der traurige Ritter, von dem alle reden. Don Quixote de la Mancha. Mein Gatte, der Fürst von Muratorio. Ah, der berühmte Don. Euer Ruhm eilt euch voraus. Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Nichts könnte das Glück beeinträchtigen, welches die Begegnung mit euer Gnaden mir bedeutet. Danke. Vielen Dank. Wenn ihr gegen etwas Spartanisches nicht einzuwenden habt, mein Jagdschloss ist gleich in der Nähe. Allerdings, die Sauna ist wirklich recht klein. Thank you.
Wein habe ich selbst gekeltert. Von meinen eigenen Trauben noch einen Schluck Wein, Don Quixote. Und ich dachte, er würde gegen ein paar Windmühlen kämpfen. Aber in Wirklichkeit kämpft er gegen einen ganzen Haufen Riesen. Wer weiß schon, was Wahrheit ist und was nicht. Das ist aber gut. Es gibt keine Riesen in Spanien. Da seid ihr falsch informiert, mein Herr. Ich habe noch nie einen gesehen. Ihr habt wohl an den verkehrten Stellen gesucht. Ja! Euch ist schon mal einer begegnet. Selbstverständlich. Und noch ein gewisser Schub von einem Magier dazu. Oh. Mir gelang es, eine Jungfrau aus dem Bann seines Zaubers zu befreien. Riesen! Zauberkunst! Was für ein Nonsens! Das sind die Produkte eines verwirrten Geistes! Don Dämlich! Fahrt nach Hause, grabt euren Garten um! Der einzige Ort, wo ihr eure Riesen und eure verwunschene Herrin findet, ist in eurer eigenen weichgekochten Birne! Es mag dieser noblen Gesellschaft gefallen, dass närrische Männer mich zu einem Narren erklären. Das ist einer der Bürden, die ich zu tragen habe, da ich den Reichtum verachte. Und all den Verfall, den er mit sich bringt. Aber nicht so die Ehre. Ich habe Leiden gelindert. Ich habe Unrecht gerichtet. Ich habe Zauberer bezwungen. Ich liebe. Aber ich bin kein dreister Liebhaber. Meine Politik ist es, niemandem ein Unrecht anzutun, sondern der ganzen Welt nur Gutes. Seid ihr alle so zufrieden? In eurem sicheren und bequemen Leben sind Essen und Trinken genug für euch. Oder seht ihr euch manchmal nach einer Entdeckungsreise voller Abenteuern und Großtaten, voller Gefechten im Dienste der Wahrheit und Gerechtigkeit? Die Welt kennt zu viele Zaungäste, die das Übel stillschweigend dulden. Ich möchte nicht zu einem der ihren gezählt werden. Erlauchter Fürst, meine Fürstin, seht in mir einen Mann, der fest an die Prinzipien eines fahrenden Ritters glaubt. Und keinen Narren, der zum alten Eisen gelegt werden sollte. Bravo! Bravo! Ach, wenn es auf der Welt doch mehr Männer von eurer Standhaftigkeit gäbe, geschnitzt aus eurem Holz, sie wäre ein besserer Ort. Welches große Abenteuer steht euch als nächstes bevor? Meine Herren, die schöne Doña Dulcinea wurde mit einem Zauber belegt. Sie erschien mir als bedauernswert hässliches Bauernmädchen auf einem Esel reitend. Ich muss einen Weg finden, diesen Zauber zu brechen. Dann solltet ihr die Maske befragen. Die Maske? Welche Maske? Nehmt ihren Rat ernst. Sie ist das weiseste Orakel in ganz La Mancha. Ihre Voraussagen sind unübertroffen. Führt die beiden dorthin. Weisestes Orakel von ganz La Mancha. Meine Herrin, die schöne Doña Dulcinea wurde verzaubert. Was muss ich tun, um diesen Zauber zu brechen? Du musst
bis zu den Sternen reisen. Dort erwartet dich der große Zauberer Boramayo. Nur er hat die Macht, die verwunschenen Ketten deiner Dulcinea zu durchtrennen. Um meine Herrin von ihren Ketten zu befreien, würde ich bis ans Ende der Welt reiten. Das wirst du auch müssen. Die Sterne sind sehr weit weg, aber du musst nicht allein reisen. Dein Knappe wird mit dir kommen. Nee, ganz sicher nicht. Angenommen, wir stürzen vom Himmel. Ihr werdet auf einem Ross reiten, das ich euch bereitstelle und das euch wieder sicher zur Erde zurückbringen wird. Oh, geht ihr nur! Ich werde inzwischen aufs Dach klettern und euch warnen, wenn ein Komet kommt. Sancho, jetzt sind wir gemeinsam einen so weiten Weg gekommen und nun weigerst du dich, über die letzte Hürde zu springen. Ja, rüberspringen wäre ja kein Problem, aber runter, Plumps! Geht mit ihm, Sancho! Eure Tapferkeit soll nicht unbelohnt bleiben. Ich habe da eine Insel, die einen Gouvernator braucht. Ja, hat irgendwer gesagt, dass er allein gehen soll? Nochmal, wegen dieser Insel. Verbindet ihnen die Augen. Die Sonne könnte sie sonst zu sehr blenden und sie könnten vom Himmel fallen. Ah, da kommt das Pferd Clavinario. Das ist für die Sterne. Herr, wenn ich kurz mal was anmerken dürfte. Still, Sancho, und steig auf. Clavinario bringt euch dorthin, wo der große Zauberer Boramayo euch erwartet. Durch seine überirdische Macht wird eure Dame befreit werden. Reist zu den Sternen, Don Quixote. Reist entlang der Himmelsbahn. Und befreit mich von diesem Zauber! Hinaus und hinauf reite ich im Namen der Doña Dulcinea del Toboso. Wenn ich auch hinaus und hinauf reiten soll, dürfte ich ein Kissen unter meinem Hintern haben. Kein zusätzliches Gewicht darf auf Clavinario geladen werden. Ach, nur Mut, Sancho. Das ist genau das, was mir fehlt. Was bist du nur für ein Jammerlappen mit einem Herz aus Butter? Du hast doch gehört, was der Fürst gesagt hat. Boramayo erwartet uns. Und vergesst nicht, die Insel. Gute Reise! Meine Herren, die schöne Doña Dulcinea del Toboso wurde mit einem Zauber belegt. Sie ist nun hässlich wie der Teufel. Was muss ich tun, um diesen Zauber zu brechen? Das ist ja ungeheuerlich! Ich, der große Boramayo, ordne ihre sofortige Befreiung an. Nun könnt ihr wieder zur Erde zurückkehren. Und wenn ihr am Ende eurer Reise angelangt seid, werdet ihr vor der größten Herausforderung eures Lebens stehen und einen glorreichen Sieg davontragen. Aber wann? Wann werde ich meine Herrin wiedersehen? Wenn drei Monde den Himmelskreis durchschreiten.
Also, konntet ihr eure Liebste befreien? In 3 Monaten wird sie mein sein. Oh. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Und auch ihr, Sancho, ihr sollt jetzt eure Belohnung erhalten. Eine Insel. Folgt mir. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Das ist die Insel Barataria. Hört mal, Fürst. Seid ihr sicher, dass das eine Insel ist? Ich habe gar kein Meer drumherum gesehen. Sancho, die Insel ist riesengroß. Das Meer ist sehr weit weg. Hier. Hier sind die Schlüssel zur Stadt und zur Burg. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren ersten Aufgaben als oberster Richter der Insel Barataria. Und ich freue mich schon auf ein paar interessante Urteile. Sehen.
von Boratoria für Doña Teresa Panza, Gemahlin des Don Sancho, Knappe des Don Quixote la Mancha. Mama, wo ist der Mann, Mama? Und? Seid ihr Doña Teresa Panza? Ich bin Teresa Panza, aber bestimmt keine Doña. Die Fürstin schreibt das Folgende. Dank eures gattenwachen Verstandes und seiner Ehrlichkeit. Bitte was? Hat mein Gemahl, der Fürst, sich überzeugen lassen, Don Sancho Panza den Posten des Gubernators der Insel Barataria zuzusprechen. Er hat tatsächlich eine Insel? Also eher hätte ich geglaubt, dass Schweine fliegen können. somit die besten Grüße an euch, Doña Teresa, Gattin des Gubernators. Und ich bin jetzt eine Doña. Das seid ihr, Gnädigste. Ohne jeden Zweifel. Oh, ja, gut, na schön, guter Mann. Ich habe derzeit leider keine weitere Verwendung für euch, ihr dürft euch entfernen. Ach, und grüßt mir meine Freundin, die Fürstin, recht herzlich. Gambas a la Rio, crema catalán. Patatas bravas, Ketchup, Mayo! Hammelkeule! Köstlich! Nein, nein, nein! Ganz, ganz böse! Ja, was bist du denn für ein komischer Miesepeter? Ich bin euer Leibarzt. Ich werde dafür bezahlt, auf die Gesundheit des Gubernators zu achten. Rotes Fleisch reizt die Gallensäfte. Bringt das weg, bitte. Rebhuhnbraten! Voller Giftstoffe! Wildgulasch! Extrem gefährlich! 40. Keine Früchte! Früchte sind viel zu säurehaltig für den Magen und viel zu süß für die Zähne. Bringt das weg, bevor sie den Magen des Gubernators verstümmeln. Aber ich habe noch etwas für euch. Und was? Eine magische Mixtur. Einen brennenden Kraftstoff. Das wahre Lebenselixier. Oh. Brandwein! Wasser! Tut euch gütlich so viel ihr wollt. Trinkt nur, Gubernator. Es wird eure Haut reinigen, eure Haare sprießen lassen und euren Verstand besänftigen. Nur Wasser zu essen? Führt mich in mein Schlafgemach. Von diesem wässrigen Essen wird einem ja ganz schwindelig vor Hunger. Herr Gubernator, aufstehen!
Über dem armen Don zog ein Sturm herauf. Das, was als Traum in der Vergangenheit begonnen hatte, nämlich Hoffnung für die Zukunft zu schüren, ist nun zum Albtraum der Gegenwart geworden. Es gibt kein Zurück. Um Zeugen meiner heldenhaften Treue zu sein. Was habe ich nur an mir, dass ich in so vielen schönen, jungen Busen den Funken der Liebe entzünde? Wir beide, Don, ihr und ich, wurden bei der Geburt mit dem Geschenk größter physischer Schönheit bedacht. Alle verlieben sich hoffnungslos in uns. Das ist nicht unsere Schuld. Wir können nichts dagegen tun. Ihr müsst also tapfer sein. Ich werde mein Bestes geben. Sancho! Was machst du denn hier? Oh, ich weiß auch nicht. Muss mich wohl an eure lustige Art gewöhnt haben. Außerdem von Inseln hab ich die Schnauze voll. Ich habe versucht, ein guter Gubernator zu sein. Ein wenig Unrecht gerade biegen, ein wenig die Reichen schröpfen, um den Armen zu geben. Gut, Sancho. Den gerechten Kampf kämpfen, so wie ihr immer sagt. Aber erst wollten die mich verhungern lassen. Und dann wollten sie auch noch, dass ich für die in die Schlacht ziehe. Ich sag euch, Gubernator einer Insel zu sein, das ist ein Scheißjob. Um ehrlich zu sein, Sancho, ich hab's auch satt, hier in seidenen Lagen zu liegen. Diese ganzen Schmeicheleien, die nur darauf aus sind, mich zum Beischlaf zu verführen. Nein! Und dann diese aufs schöne Fressgelage, die mir nur den Hunger auf neue Abenteuer wecken. Ja! Nicht schon wieder so eine blöde Trompete! Die Arme im Schloss Lisset, ich, der Ritter des Weißen Mondes, fordere den hier anwesenden sogenannten Ritter Abschlag. Sogenannt! Zum Duell heraus, um seine Ritterlichkeit zu beweisen. Bedingungen sind noch zu vereinfachen. Was tut ihr? Nein! Was bin ich halt? Willst du die nächste Katastrophe schlittern? Sancho, erinnerst du dich nicht, was der große Boramajo gesagt hat? Meine größte Herausforderung wartet auf mich und ich werde einen glorreichen Sieg davon tragen. Ah, es ist ja bloß... Was? Ich denke, ihr solltet euch nicht allzu sehr auf diesen großen Boramajo verlassen. War das deine Idee? Nein. Ich dachte, deine. Ja. Aber wenn es keiner von uns beiden war, dann muss dieser Ritter des Weißen Mondes ja echt sein. Wo ist dieser Ritter? Er soll sein feiges Gesicht zeigen. Feiges Gesicht? Oder ich bin gezwungen, euch eigenhändig vom Pferd zu schmeißen. Ihr lächerlicher Ritter, wisset, dass ich bereits die mächtigsten aller Ritter besiegt habe und somit der Champion bin! Ritter des Weißen Mondes, was mich anbelangt, so ist euer Ruhm bedeutungslos. Ich verachte eure faule Prahlerei. Die Kampfbedingungen lauten wie folgt. Sollte ich den Sieg davontragen, werdet ihr eure Suche nach Abenteuern umgehend beenden. Ist der Sieg jedoch euer, gehört mein Leben euch. Ich nehme die Bedingungen an. Denn die Vorsehung hat verfügt, dass ich einen glorreichen Sieg davontragen werde. Ich werde gegen euch gewinnen. Zur höheren Ehren der Doña Dulcinea del Toboso. Trefft eure Vorbereitungen. Ich bin bereit zum Kampf. Viel Glück, Don Quixote.
Don Quixote, die Zeit der Träumereien ist vorbei. Oh, Vorsicht! Vorsicht, Sancho! Für was die ganze Quälerei? Die ganze Plackerei? Für nichts und wieder nichts. Der arme alte Don konnte einem wirklich leid tun. Aber so ist es nun mal das Leben. Muss aus hartem Holz geschnitzt sein. Nur die Haare. Wir gehen also wirklich nach Hause. Ja, Sancho. Das war mein Troja. Unglück. Nicht Feigheit hat mir den Ruhm entrissen, den ich einst gewann. Ich hab mal gehört, dass das Glück nur eine betrunkene alte Hure ist. Blind noch dazu. Sie sieht nicht, mit wem sie da rummacht. Und es ist ihr scheißegal, wen sie kaputt macht. Du bist ein wahrer Philosoph, Sancho. Viel klüger als ich. Obwohl du nie auch nur ein Buch gelesen hast. Denn nichts, nichts geschieht je aus Zufall. Das war mein Schicksal. So hat es mir der Himmel bestimmt. Es ist also alles vorbei? Keine Abenteuer mehr? Ich habe dem Ritter des Weißen Mondes mein Ehrenwort gegeben. Und was für ein Ritter wäre ich, wenn ich mein Wort nicht halten würde? Wie auch immer, jetzt wird es abends ziemlich langweilig sein. Auf mit Inseln, bitte! Wieso? Was ist denn nun damit passiert? Oh, ich habe sie zurückgegeben. Du hast was? Also ich hätte mich ja dran gewöhnen können, die Frau eines Gubernators zu sein. Ja. Sanchica, ich habe dir was mitgebracht. Hier. Schau mal. Das ist ein Stern vom großen Zauberer Borromaio. Meinem Knappen das gesamte Geld, das sich in seiner Obhut befindet. Abzüglich der Geschenke für meine anwesenden Freunde. All mein restlicher Besitz geht an meine geliebte Nichte Antonia. Das ist mein Testament. Wollt ihr das noch unterschreiben, Don Quixote? Nein. Nicht Don Quixote. Alonso Quijada, ein einfacher Landadliger aus La Mancha mit nicht gerade viel Geld und noch weniger Verstand, aber einigen sehr, sehr guten Freunden gesehen. Vater Ignacio, ich war ein armer alter Narr, aber ich hatte nie den Mut, an nichts zu glauben. Ich habe junge Vögel in alten Nestern gesucht. Manchmal kehren Vögel im nächsten Jahr wieder zu den alten Nestern zurück, um dort noch einmal Eier zu legen. Wir wissen nicht, was wir unseren Nachkommen an Gutem hinterlassen. Aber ihr seid ein guter Mann. Ihr hättet uns auf unseren Reisen sehen sollen. Ich habe dich gesehen. Ja, wo denn? Mein Herr, bitte rettet mich von diesem schrecklichen... Hier war das!
Ich auch. Ja, wo denn? Die Kampfbedingungen lauten wie folgt. Der Ritter des Weißen Mondes. Ich hatte versprochen, euch nach Hause zu bringen. Und dafür musste ich euch bezwingen. Nein, Magister. Ihr habt mich nicht bezwungen. Ich habe mich selbst besiegt. Und das ist der schönste Sieg, den man sich träumen kann. Nun kann ich in Frieden sterben. Herren, lasst mal diese Sterbenummer. Ihr habt noch viele Jahre vor euch. Sancho, ich hab dich in so viele Schlachten und Prügel verwickelt. Es tut mir leid. Oh, Schwamm drüber. Warum reiten wir nicht einfach wieder los? Ein paar Knackis befreien. Mit der Fürstin und dem Fürst speisen, ne? Oder was sagt ihr? Nein, Sancho. Die Zeit der Träume ist vorbei. Mir ist es nicht gelungen, die Welt durch Liebe zu verändern. Och, bisschen schon. Ich habe euch eine Überraschung mitgebracht. Die echte Doña Dulcinea. Ich habe mir die ganze Geschichte erzählt. Sie ist hier, um euch zu sehen. Hola, Chicolito! Oh. Du siehst aber gar nicht gut aus. Wer seid ihr? Na, deine Dulci von Toboso, mi amor. Ihr seht für mich eher wie Aldonso aus. Ein Mädchen, das ich einmal jenseits einer Mauer sah. Oder auch wie beide. Ich weiß es nicht mehr. Seht ihr, eure Reise war trotz allem ein Erfolg. Ihr habt sie am Ende doch noch gefunden. Ja, mein Schreckerich. Da bin ich. Mit allem Drum und Dran. Clavinario, zu den Sternen. Sancho.
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Truppe tapferer Wanderkomödianten ist der festen Überzeugung, dass humanitäre Hilfe ein fester Bestandteil jeglicher Kultur sein muss. Und wenn man wie wir heute Abend über 2,5 Stunden ein Stück gespielt hat, wo es um Träume und um Illusionen und um Visionen geht, was liegt da näher, als an jene Menschen zu denken, die an ihren eigenen Träumen gescheitert sind? Und ich könnte sie jetzt belämmern mit Zahlen und mit Fakten, aber ich glaube, jeder Mensch, der mit offenen Augen und auch mit einem offenen Herzen durch diese Stadt geht, sieht, wie viele Obdachlose hier leben. Und der Winter hat gerade erst begonnen. Wir hoffen sehr, dass er ohne Kältetote vorübergehen wird. Und es gibt aber auch Leute, die sich ehrenamtlich um die Obdachlosen kümmern. Und für diese Menschen würden wir ganz gerne jetzt im Anschluss an die Veranstaltung, die jetzt vorbei ist, spenden. Und zwar dort namentlich für den Verein Winternotprogramm. Aber, meine Damen und Herren, das war eine Theaterveranstaltung und keine Benefizveranstaltung. Fühlen Sie sich also bitte, bitte nicht genötigt, spenden zu müssen. Sie dürfen das sehr, sehr gerne tun und ich versichere Ihnen, dass jeder Euro, den Sie spenden, so Sie es denn tun sollten, einer sehr, sehr guten Sache zugutekommt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute trotz dieser Wetterlage zu uns gekommen sind. Das war unsere letzte Vorstellung.